Tagesordnungspunkt 19 befasst sich mit einem Antrag der AfD-Fraktion zu Kreispartnerschaften. Herr Till Schneider möchte den Antrag einbringen. Ja, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren. Die Republik Polen hat letzten Herbst von der Bundesrepublik Deutschland eine Entschädigung für materielle und nicht materielle Schäden, die während der Zeit des Zweiten Weltkriegs entstanden sind, in Höhe von 1,3 Billionen Euro gefordert. 1,3 Billionen Euro, das ist eine Zahl mit 12 Nullen, das ist 1,3 Millionen mal eine Million. Was wie ein schlechter Witz klingt, ist leider bitterer Ernst. Anfang des Jahres hat die polnische Regierung die Forderung bekräftigt und gedroht, internationale Gremien einzuschalten, um die Forderung durchzusetzen. Angesichts des Umstandes, dass polnische Regierungen seit Ende des Zweiten Weltkriegs mehrfach auf Reparationen verzichtet haben, und angesichts des Umstandes, dass ganze deutsche Kulturregionen in Polen geschluckt worden sind, ist eine solche Forderung nichts anderes als eine unverschämte, billige Provokation. Sie ist Ausdruck einer in Polen weit verbreiteten und tief sitzenden deutschen Feindlichkeit. Mit deutschen feindlichen Forderungen lässt sich in Polen immer noch Politik machen. Ja, Herr Nettes, Sie empören sich, aber das ist immer noch so und Ihre Empörung soll in Polen gelten. Hinzu kommt, dass Polen im Grunde seit dem Zusammenbruch des Kommunismus an der Seite der USA gegen deutsche Interessen agiert. Darauf im Detail einzugehen, würde zu weit führen. Ich erinnere nur daran, dass mit Radek Sikorski ein polnischer EU-Abgeordneter und Ex-Außenminister nach der Sprengung der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 und 2 Thank you, USA, twitterte. Diese Sprengung war ein militärischer Angriff auf unsere Infrastruktur. Es war der erste militärische Angriff auf Deutschland seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und ein hochrangiger polnischer Politiker klatscht öffentlich Beifall. Was hat das mit Freundschaft zu tun? Wahrlich, wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Das polnisch-deutsche Verhältnis ist von polnischer Seite dermaßen vergiftet worden, dass wir uns mit Recht fragen, wie auf solcher Grundlage Freundschaft möglich sein soll. Wie ist auf solcher Grundlage eine Kreispartnerschaft möglich? Es gibt eine Möglichkeit. Die polnische Partnergemeinde muss sich von dem antideutschen Mainstream in Polen absetzen. Sie muss sagen, dies geschieht nicht in unserem Namen. Und wenn sie dies erklärt, dann soll nach unserem Willen natürlich die Partnerschaft weiter bestehen. Diese Möglichkeit gestehen wir den Partnergemeinden zu. Wir wollen nicht die Partnerschaft beenden. Wir wollen aber deutsche Interessen und vor allem unsere Würde wahren. Denn kaum jemand ist lächerlicher als derjenige, der einem Feind die Freundschaft anträgt. Kaum jemand ist lächerlicher als derjenige, der eine Freundschaft festhält, obwohl er von dem Freund am laufenden Band beleidigt und erniedrigt wird. Die Bundesregierung hat die polnischen Forderungen abgelehnt. Was ich aber vermisse, ist der Aufschrei. Wo bleibt der Aufschrei? Ist doch eigenartig, dass unser dauerempörtes Polit-Establishment, das sich auf Knopfdruck über alles und jeden empört, mit einem stoischen Langmut die polnischen Frechheiten erträgt. Und deshalb sage ich, dieser Antrag der AfD-Fraktion Saalekreis ist auch und vor allem als Zeichen des Protestes gegen die polnische Unverschämtheit zu verstehen. Wir tun das, was eigentlich die Bundesregierung hätte tun müssen. Wir sagen, das lassen wir uns nicht mehr bieten. Da wir aber konstruktiv sind, und konstruktiv sein heißt nicht nur gegen etwas sein, sondern auch sagen, was man stattdessen machen will, haben wir eine zweite Forderung eingebaut in unserem Antrag. Wir fordern an zweiter Stelle Freundschaft mit dem Oblast Rostow. Die Bereitschaft dazu wurde Daniel Wald und mir gegenüber erklärt, als wir uns letzten Herbst in Rostow am Don aufhielten. Die Freundschaft ist uns also bereits angetragen worden. Die Hand ist ausgestreckt. Wir müssen nur einschlagen. Es stimmt auch nicht, was Herr Haufe im Kreisausschuss gesagt hat, dass die Oblaste eher den Bundesländern entsprechen würden. Die Teilrepubliken der Russischen Föderation entsprechen den Bundesländern. Die Oblaste haben keine Staatsqualität, sie entsprechen den Landkreisen. Das ist also die richtige Hausnummer. Und wenn mich jetzt jemand fragt, ob das gerade jetzt sein muss, wo ein russisch-amerikanischer Krieg auf ukrainischem Boden tobt, so muss ich sagen, ja,
gerade jetzt. Denn was könnte es ein stärkeres Zeichen, denn was könnte ein stärkeres Zeichen gegen Kriegstreiber sein als die Begründung einer Städtepartnerschaft gerade jetzt? Die Bürger wollen keinen Krieg mit Russland. Die Bürger im Saalekreis wollen Frieden und Freundschaft mit Russland. Unsere geopolitische Großwetterlage ist dadurch gekennzeichnet, dass die USA schon seit Jahrzehnten versuchen, einen Keil zwischen Europa und Russland, insbesondere zwischen Deutschland und Russland, zu treiben. Sie wollen um jeden Preis verhindern, dass Deutschland und Russland in Frieden und Freundschaft zusammenfinden, weil daraus eine ökonomische und politische Dynamik erwachsen könnte, die Deutschland und Russland und den gesamten eurasischen Kontinent von Lissabon bis Vladivostok so reich und stark machen würde, dass die Weltmacht der USA dadurch gefährdet wäre. Deshalb besteht die Generallinie der US-Außenpolitik seit Jahrzehnten darin, in Eurasien Konflikte zu schüren, Keile zu treiben und zu verhindern, dass Deutschland und Russland zusammenfinden. Der Krieg in der Ukraine hat wie die meisten Kriege viele Väter, viele Ursachen. Die von mir skizzierte Außenpolitik der USA gehört mit zu den Ursachen dieses Krieges. Wenn wir in dieser Lage die Begründung einer kommunalen Partnerschaft fordern, dann ist die Botschaft, die wir damit vermitteln, wir wollen uns den USA nicht länger fügen. Wir lassen uns nicht mehr von den USA verheizen. Wir lassen uns nicht mehr von den USA als Figuren in diesem Schachspiel einsetzen. Wir wollen keine Vasallen mehr sein. Die Feindschaft mit Russland hat katastrophale Folgen. Die Energiepreise explodieren, alles wird teurer. Und das führt auch uns hier in katastrophale Zustände, wie wir bei der Haushaltsdebatte gesehen haben. Natürlich haben wir Grundprobleme, aber das alles verschärft sich jetzt noch. Und ich glaube, wir haben jetzt noch gar keinen Begriff davon, wie sich das in den nächsten Jahren verschärfen wird, und zwar ohne Not. Das ist das ohne Not. Würden wir uns nicht in Feindschaft mit Russland treiben lassen, sondern würden wir sagen, nein, wir entziehen uns, wir verfolgen unsere eigenen Interessen. Und wir entwickeln ein freundschaftliches Verhältnis, exportieren unsere Industrieprodukte, importieren von dort her die Rohstoffe. Wir hätten hier auf Jahrzehnte unseren Wohlstand gesichert. Deshalb plädiere ich mit Nachdruck dafür, unserem Antrag zuzustimmen. Er hat mit Kommunalpolitik zu tun. Denn wir betreiben eben keine engstirnige Kommunalpolitik, die sich mit den schlechten Bedingungen abfindet und in dem engen Rahmen brav wurschtelt, sondern wir artikulieren von hier, von unten aus Protest nach oben, damit diese Bedingungen, die man uns setzt und die uns knechten, sich ändern. Freundschaft mit Russland ist nicht Ausdruck von Solidarität, es ist Ausdruck von Souveränität. Lassen Sie uns für Deutschlands Freiheit und zum Wohle des Saalekreises diese Forderung zustimmen und eine Freundschaft mit dem Oblast Rostow am Don begründen. Vielen Dank.